In der guten alten Zeit, in den 2000ern, als man sich in die Richtung Erwachsenwerden bewegte und nicht mehr so viel Togo oder Super RTL konsumierte und stattdessen MTV, Viva oder D-Max anschaute, gab es eine Sendung, die wirklich extrem beliebt war. So you wanna be a player, but your wheels ain't fly. Seien wir ehrlich, wir haben alle davon geträumt, dass Exhibit irgendwann mal zu uns nach Hause kommt, bei uns anklingelt und sagt, hey, ich will dein Auto pimpen. Unseren alten VW Charan oder Clio, den wir haben, dass er den mitnimmt und so mit Flügeltüren ausstattet, dass er den so zu einer Rakete macht, mit Playstations eingebaut und mit einem Pool im Kofferraum und einer Wattemaschine vorne. Das war doch unser größter Traum als Kind. Doch leider werde ich euch in diesem Video ein wenig Jugend wegnehmen. Beziehungsweise heute werde ich euch sagen, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt, nur in Pimp My Ride Edition. Leider war Pimp My Ride bis zu 80% erlogen und erstunken. Nicht nur die vermeintlichen Häuser, in denen die Teilnehmer wohnten, waren fake, selbst die Reaktionen am Anfang und am Ende von den Teilnehmern war alles komplett gespielt. Und ich meine damit vor allem diese Ausraster, wo man dachte, boah, der freut sich so krass gerade. Die Teilnehmerreaktionen wurden bis zu 10-mal neu aufgenommen, bis es so gepasst hat, dass die Produzenten gesagt haben, das ist ein cooler Shot. Und sogar Exhibit war nur ein Schauspieler, der nicht wirklich Interesse an Autos hat. Car that he had since the 60s and I was like, stop talking to me about this. Kapitel 1, Fake-Teilnehmer. Ja, man konnte sich bewerben als Teilnehmer mit seinem eigenen Auto. Das stimmt schon mal. Aber die Regisseure haben sehr oft die Wahrheit ein bisschen umgedreht, damit es ein bisschen dramatischer und ein bisschen emotionsvoller auf die Zuschauer wirkt. So wie bei dieser Dame hier, die in der Show dargestellt wird als 22-jährige Videografin, die gerade für ihr Studium spart. Die in Wirklichkeit aber eine 25-jährige Kellnerin ist, die eigentlich nach New York zurück wollte. Am Anfang jeder Folge erzählt uns doch Exhibit jedes Mal, dass die Teilnehmer nichts von ihrem Glück wissen. Aber lustigerweise, wenn man ganz genau hinschaut, sieht man, dass sie schon beim Ausflippen, wo Exhibit klingelt und ankommt, dass die da schon mit Mikrofon ausgestattet sind. Wie konnten sie es also nicht wissen? Und wenn sie es dann wissen, warum sind die dann plötzlich so überrascht? Das ist der erste Fake Point. Brooke, die angeblich 22-jährige Videografin, berichtet, dass sie vor dem Dreh in ein Haus, das von MTV angemietet wurde, reingesteckt wurde, indem sie wissentlich auf Exhibit gewartet hat, der dann mit der Nachricht kommt, ich habe dich auserwählt, und dann rastet die aus. Alles fake. Aber noch ekliger als das, die Reaktionen wurden nicht nur fake aufgenommen, sondern die wurden so oft aufgenommen, bis es so emotional genug war, dass die Produzenten gesagt haben, oh, das sieht cool aus. Besser gesagt, sie wurde gezwungen. Sie wurde sogar gezwungen, einen Ratschlag zu machen aus Freude. Also ein bisschen übertrieben war es schon. Aber als Jugendlicher hat man es gar nicht gecheckt irgendwie. Auch wurde manchmal auch mit der Psyche der Teilnehmer gespielt. Manchmal saßen die Kandidaten mit zwei weiteren Personen in den von MTV angemieteten Häusern, damit die das Gefühl hatten, vielleicht werde ich gar nicht ausgewählt. Die Produzenten kamen dann zu den drei Leuten, haben gesagt, ey, einer von euch wird ausgewählt, wenn die Klingel klingelt, geht ran und wenn es irgendein Mitarbeiter von uns ist, werdet ihr nicht ausgewählt. Wenn es Exhibit ist, wurdet ihr ausgewählt, damit später die Reaktion auch ein bisschen realistischer rüberkommen konnten. Wenn jedoch die Reaktion den Produzenten nicht gefiel, wurden die Teilnehmer gezwungen, Wort für Wort ein Skript abzulesen und Moves zu machen und zeigen, wie sehr sie sich freuen. Wie gestellt ist das bitte? Kapitel 2, Fake-Zustände der Autos. Die Autos waren meistens sehr alt und in einer nicht so guten Kondition. Keine Frage, aber auch da half die Produktion ein bisschen mit. Die Teilnehmer selber geben auf Reddit und auf Twitter zu, dass manche Teile ihrer Autos an Ort und Stelle noch kaputt gemacht wurden und die Innenräume auch ein bisschen geschmückt wurden, um den Teilnehmer mehr in diese eklige Messi-Rolle zu schieben. Wie bei ihm hier, auf dessen Rückbank man Zigarettenstümmel verteilte, um ihn mehr wie ein Messi darzustellen. Oder bei einem eher stämmigen Kandidaten, auf dessen Rückbank man jede Menge Süßigkeiten platzierte, um ihn als den Ober-Ober-Fettsack darzustellen. Was er ziemlich erniedrigend fand. Und es ist auch sehr erniedrigend. Kapitel 3, die Wartezeiten. Als ich die Sendung geschaut habe, hatte ich immer das Gefühl, die Autos sind innerhalb von wenigen Tagen oder von wenigen Wochen schon fertig. Aber nein, einige Kandidaten mussten bis zu 6 oder 7 Monate auf ihr Auto warten. Und nachdem man sie auf Reddit gefragt hat, ob sie einen Leihwagen bekommen haben, haben diese geantwortet, ja, ich habe $2000 erhalten, um mir einen Mietwagen zu holen. Aber dadurch, dass sie sehr jung waren, hatten sie natürlich sehr hohe Mietkosten wegen der Versicherung gehabt. Das heißt, sie konnten sich nicht wirklich ein Auto mieten und manche mussten sogar draufzahlen, damit sie überhaupt ein Fortbewegungsmittel hatten. Also die $2000, den man ihnen gab, reichte vorne und hinten nicht. Kapitel 4, die Fake-Abholung. Wenn der große Tag kam und der Teilnehmer endlich sein Auto abholen durfte, wurde es dann nochmal so richtig dreist. Die Teilnehmer wurden gezwungen, schon mal 10 Aufnahmen zu machen, wie sie sich freuen, ohne das Auto überhaupt gesehen zu haben, um die perfekte emotionale Stimmung zu bekommen. Es war komplett geskriptet, manchmal sogar Wort für Wort, wie sie sich freuen, obwohl sie das Auto manchmal selber nicht mal schön fanden. Es war auch geskriptet, wie sie ausrasten, ob Purzelbäume, Handstände oder sonst
irgendwas. Es war alles vorbestimmt. Gefiel es dem Produzenten aber nicht, wurde so oft aufgenommen, bis es ihnen gefiel. Stell dir vor, ich mache dir ein Geschenk und sag, so, jetzt freu dich mal 10-mal, 15-mal, 20-mal und ich halte dir noch eine Kamera drauf. Cringe. Aber ganz dreist wurde es eigentlich bei einem Teilnehmer. Als er sein Auto endlich sah, sagte er, hey, das sieht gut aus. Das gefiel den Leuten aber nicht. Er berichtet, dass ein Produzent, der, sag ich mal, ein bisschen größer und muskulöser war, nahm ihn unter seine Arme und machte einen 10-minütigen Spaziergang mit ihm, wo er ihm erzählte, hey Bro, wir machen hier sehr viel Arbeit, kannst du ein bisschen mehr Freude zeigen? Natürlich war das mit einem bisschen erpresserischem Unterton, im Sinne von so, ey, guck mal, wenn du jetzt nicht mitmachst, dann, wird es nicht mehr so lustig für dich. Bedeutet, wenn er sich jetzt nicht so freut, wie als hätte er irgendwie eine Trilliarden Dollar gewonnen, dann, gab es vielleicht sogar eine auf die 12 und wir wissen es nicht mal. Kapitel 5. Mehr Schein als Sein. Worüber sich die meisten Teilnehmer aber wirklich ärgerten, war, dass die Autos keine wirklichen mechanischen Verbesserungen bekamen, beziehungsweise Reparaturen. Es wurde eher mehr geschminkt, mehr gepimpt, aber das Auto mit allen mechanischen Defekten blieb so, wie es auch davor war. Es war eigentlich nur dasselbe Auto, nur mit einer neuen Hülle. Aber was bringt mir ein Auto mit einer PlayStation 2 drinne, wenn es nicht mal gescheit fährt? Bei einem Teilnehmer zum Beispiel musste das Auspuffrohr ausgetauscht werden, welches nicht mehr funktionierte. Und anstatt diesen Auspuffrohr zu reparieren, entschieden die Produzenten sich einfach, ein Fake-Auspuffrohr hinzumachen, dass es so aussieht, wie als hätten die es repariert, aber es war einfach nur ein Stück Aluminium. Nur damit die Zuschauer denken, ah, guck mal, die haben daran gedacht. Kapitel 6. Fake-Pimps. Ob es eine Zuckerwattenmaschine war, leuchtende Sitze oder Flügeltüren, die Teilnehmer konnten vieles davon nach der Abholung gar nicht benutzen, weil es einfach funktionslos war. Wie zum Beispiel die Sitze, die zwar geleuchtet haben, aber viel zu heiß wurden. Oder die Flügeltüren zum Beispiel, verhinderten, dass man sich auf den hinteren Bänken gar nicht anschnallen konnte. Das heißt, die Teilnehmer mussten viele Sachen nochmal im Nachgang wieder umändern, weil es sonst zu gefährlich wurde. Das heißt, viele Sachen sahen einfach nur gut aus in der Folge, hatten aber keine Funktion für den Teilnehmer. Kapitel 7. Exhibit. Exhibit war doch das Gesicht der Show. Das heißt, er muss doch bestimmt übel das Money gemacht haben während der Zeit, oder? Man versprach ihm, dass man sehr viel von seiner Musik oder von seinen Musikvideos einblenden würde und mit in die Sendung einbauen würde, weswegen er eigentlich überhaupt hauptsächlich zugesagt hat, weil Exhibit ist eigentlich ein Rapper. Auch wurde er, nach seinen eigenen Aussagen nach, nicht fair oder pünktlich bezahlt, weswegen er auch mit der Show irgendwann aufhören musste, weil er kein richtiges Geld verdient hat. Und auf Fragen, ob es eine Fortsetzung gibt, sagt er direkt nein. Es macht mich ehrlich gesagt ein bisschen traurig, so ein Video zu machen gerade, da uns früher solche Sendungen wirklich sehr krass unterhalten haben. Natürlich gab es immer ein bisschen Skepsis und man hat gesagt, es ist alles fake, man soll nichts im Fernsehen glauben. Aber irgendwie habe ich es geglaubt. Und als ich recherchiert habe und gemerkt habe, dass alles so fake ist, das hat irgendwie mein 16-jähriges Ich in meinem Herzen demoliert. Aber eine Frage an euch. Was denkt ihr? Eine Pimp My Ride Germany Edition? Denkt ihr, das wäre richtig geil? Ich weiß, man würde in Deutschland keine Zulassung bekommen für die ein oder anderen Features. Aber einfach nur so, damit man so ein cooles Auto mit einer PS5 eingebaut oder so als Deko in der Garage stehen hat, fände ich ziemlich cool. Falls euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Abo und ein Like da. Ich gebe mir gerade sehr, sehr, sehr viel Mühe, coole und variative Videos zu machen, um euch in diesen kalten Wintertagen ein bisschen Abwechslung und ein bisschen Freude zu machen. Vielleicht nehme ich dem einen oder anderen sogar die Einsamkeit weg. Bis zum nächsten Mal. Ich liebe euch, euer Arif.